Angefangen hat das eigentlich schon, als wir Kinder waren. Da hat uns mein Patenonkel Martin Wiedemann immer am Lagerfeuer abends auf seiner alten Gitarre seine eigenen Songs vorgespielt. Und ich fand die immer total schön und habe die dann auch versucht nachzuspielen auf der Gitarre. Und die vielleicht nicht ganz verstanden, aber ich fand sie einfach schön. Und vor allem aber war ich fasziniert von der Zeit, in der sie entstanden sind, nämlich West-Berlin zur Zeit der Mauer. Und ich bin 1989 geboren in Berlin und das ist mir bis heute unerklärlich, wie man eigentlich in dieser Stadt leben konnte und die einfach geteilt war. Und man nicht überall einfach so hinlaufen konnte, wie man wollte, so wie ich das heute tun kann. Und da hat mich vor allem ein Lied am allermeisten fasziniert und das ist das Lied Baden im Glienicker See. Denn der Glienicker See war bei Berlin geteilt. Also das heißt, man konnte da baden gehen. In diesem Lied geht es um zwei Leute, die sind verliebt. Das ist Sommer, die wollen baden gehen. Aber sie können halt nur bis zur Hälfte des Sees schwimmen. Das fand ich so komisch. Aber dann, also 20 Jahre später, mein Patenonkel irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Liedern? Die sind doch bestimmt auch alle total toll und wo sind die denn? Und dann hat er gesagt, ja, muss er mal im Keller gucken. Dann haben wir tatsächlich da zwei so uralte Tonbänder gefunden. So große Dinger, die man heute gar nicht mehr abspielen kann eigentlich. Und dann hat er gesagt, Linda, wenn du jemanden findest, der die vielleicht digitalisieren kann oder irgendwie abspielen kann, wäre das total toll, weil er wollte eigentlich auch mal wieder seine Lieder hören, weil er hat die schon fast verlernt nach all den Jahren. Und dann habe ich tatsächlich in Berlin jemanden gefunden und wir haben das dann digitalisiert. Und dann habe ich die ganzen anderen Lieder gehört und dachte so, die sind viel zu schön, um im Keller zu verrotten. Habe die dann eigentlich für eine Prüfung in der Hochschule arrangiert, für Klavier, Geige und Gesang. Ich habe das aufgeführt. Ach, mehr Dunkelheit als Licht. Wärst du nicht da gewesen, ich wäre verloren gewesen in meinem Dunkelheit. Möchte ich das natürlich so oft spielen, wie ich kann, weil das sind einfach tolle Lieder und für meinen Patenonkel ist es auch total schön, weil er sich wieder erinnert an seine Songs und an die Zeit, die ja trotzdem seine Jugend war und die total schön war. Nur auch wenn ich mir das vielleicht nicht vorstellen kann heute, wenn man in so einer West-Berlin in so einer Insel überhaupt auch wohnen konnte. Aber diese Lieder sind eigentlich gar nicht so politisch, die Lieder. Es geht vielmehr um dieses Lebensgefühl, um das Leben und Lieben zur Zeit der Mauer. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre Viertel nach vier. Zeig den Wurm, Kaffee zu trinken. Und ich finde, auch wenn heutzutage Berlin nicht mehr geteilt ist und die Mauer nicht mehr steht, dass sich unsere Generation, also die Generation danach, eigentlich schon auch mit dem Thema befassen sollte.
Und das Thema Liebe ist ja eigentlich immer aktuell. Stock oder Huhn?